Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22XXL Animal Farm auf der Ellerbach. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Channel drin die liebe Nicole und auch der Guru. Die spielen aber gerade nicht mit. Moin, moin. Moin. Und auf dem Server, sag ich mal, mit dabei, also im Game, der liebe Basti. Guten Tag. So. Ja, schön. Guck mal. Sieht doch gut aus. Sieht ja gut aus. Wa? Das gefällt mir. So, und das ist dann die erste Wiese fertig mit. Ja. Zwei. Das hast du gut gemacht, mein Junge. So, ich bin dann aber auch raus für heute, ne? Schlaft gut. Guru, hau rein, bis später. Na. Ciao. Ciao, tschüssi. Mhm. So, gut. Then we have this. And yet, we go zur anderen Seite. Oh wow. Was der? Das ist so schön gemacht. Wunderschön. Traumhaft. Eben Dreamlight mäßig. Ja. Ja, ich muss zugeben, ich kann mir an dem Spiel ehrlich gesagt nichts ersehen. Es ist nicht meins. Das ist aber gut gemacht. Also es ist wirklich nicht mein Spiel. Aber meins. Machst du eigentlich schon 10 ETS oder Update gehabt? Und das ist auch gut. Habe ich schon gezogen. Müsste eigentlich gestern schon drauf gegangen sein, alles komplett. Musst du dir mal die neue Benutzeroberfläche anschauen, die haben schon wieder geändert. Was ist das Menü nochmal geändert? Ja, das Startmenü haben sie geändert. Nochmal. Na was? Ist Startmenü. Ja, was? Es gibt ja zwei Menüs. Also einmal das Menü, wo du dann draufklickst auf Start, und dann gibt es ja noch das Menü, wo du im Endeffekt alle Einstellungen machst. Ja, da wo du auf Start klickst. Also ganz, ganz, ganz am Anfang das. Ja. Ah ja, okay. Das andere haben es bloß noch mehr erweitert. Weißt du, was ich nicht verstehe? Grundsätzlich das Overlay. Wie bitte? Das Overlay grundsätzlich im ETS. Nee, weißt du, was ich nicht verstehe? Russisch. Aber das Problem ist, ich habe doch jetzt gekalkt. Ja. Warum ist denn das immer noch auf Rot? Zwar nicht mehr ganz so sehr auf Rot, aber hä? Warum hat denn da das nicht angenommen jetzt? Ist es bei dir auch so? Bei mir ist es relativ. Und der Stickstoff ist es bei mir bei. Oh, ziemlich bunt, bei 20 Kilo pro Hektar. Ja, und das ist ganz schlecht. Mhm. Was passiert denn, wenn ich jetzt nochmal drüber fahren würde? Sprüht doch gar nicht, nimm doch gar nicht an. Macht doch gar nichts. Oder braucht es eine Zeit lang, bis ich das. Ich kann mir das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Warte mal, aktuell keine Bodenproben. Oh ja, haben wir doch Bodenproben. Und wenn ich aussteige und drauflaufe, ne, steht dort pH-Wert perfekt. Hä? Könnte es sein, dass irgendwas verpackt ist? Naja, aber die Karte ist aber eigentlich Precision Farming ready. Ich meine, dass Precision Farming verbuggt ist. Weiß ich nicht. Also es wäre halt geil, also sehr wahrscheinlich.
Es wäre halt mal geil, wenn Giants das Precision Farming fest einbauen würde. Aber abschaltbar. Ne? Ja, okay, meinetwegen. Ich bin der letzte Fan davon. Nee. Mhm. Warum? Verbrauchst du viel weniger Güter? Es ist ja realistisch gemacht. Also ich finde es schon geil. Ich irgendwie nicht. Tja, bei XXL Family. XXL Family, genau. Bei ja, genau, XXL Family. Bei XXL Form musst du halt durch, ne? So, komm, Rehe, weg geht's hier. Voll nein ins Auto gelaufen. Toll. Reh-Ragu haben wir jetzt. Ach, Mann. So, dann stellen wir das Ding mal hier ab. Wir haben eine geile Karte hierher gezimmert. Aber extrem. Übelst groß nochmal. Okay. Ich will hier in den Händler rein. Warte mal, das hier. Der Steinesammler ist gemietet. Pass mal auf, ich gebe den mal zurück. Also es bezahlen mir ständig Miete für das Ding. Weißt du, was vielleicht ganz geil wäre, Basti? Dieses Leasing, Mietkauf hier. Ja. Tool. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie heißt denn das? Ich glaube, das heißt sogar so, ne? Lease to own, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ich kann es mal raussuchen. Kannst du mal raussuchen. So, gut, dann haben wir das schon mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, eine Walze. Ja, warte mal, ich werde mal schnell ansehen. Wo ist denn unsere Sämaschine? Seetechnik hier. Mal gucken, wo der Herr von und zu Malonation die hingestellt hat. Oder hast du angesehen? Letztens. Nein, das war doch mal. Kreuz und quer hat er eingestellt. Bin mit dem Grubber, glaube ich, vorgefahren. Mhm. Was mit dem. Okay, ich muss. Das Gewicht müssen wir erst einmal hinstellen, wa? Sag mal, wann brauchen wir gleich den Feldscanner? Jetzt. Hä? Jetzt. Wann jetzt? Du hast gefragt, wann ihr den Feldscanner braucht. Ja. Jetzt. Warum jetzt? Wisst ihr doch nicht. Ich habe mit dem Scanner eben noch nicht viel gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe meine Meinung dazu schon abgegeben zu Precision Farming. Ich weiß es auch nicht. Ich nutze es ja nicht. Ja, geil ist es eigentlich schon. Aber ich weiß jetzt aggro nicht. Mittlerweile spiele ich ein LS hauptsächlich nur noch in die Projekte. Marlon nett, ne? Der hat wieder angefangen, Singleplayer-mäßig zu zocken. Und ich weiß jetzt nicht, wie das dann beim 25er wird bei mir. Wahrscheinlich werde ich am Anfang nur mal richtig dabei sein, bloß wahrscheinlich werde ich mich dann wahrscheinlich wegen RP dann vorher noch ein bisschen zurückziehen, dass ich in Ruhe die Objekte alle ingaben kann. Mhm. Weil es ja auch extrem viel Arbeit ist. Ja. So, warte mal, was sagt der Arbeitsplan? Was kommt hier drauf? Hat es mir vorhin gesagt? Sorghumhirse. Ja, die Sorghumhirse drauf.
Ist eigentlich eine geile Seemaschine, muss ich mal sagen. Mhm. Wird auch viel zu selten eigentlich genutzt. Also der Lichtmod, Basti, der ist einfach geil. Mhm. Das sieht so gut aus. Guckt euch das mal an hier im Stream. Das sieht übelst geil aus. Kannst du so schöne Bilder machen? Ich finde den klasse. Ja, aber auf Neighbor Server sollte man den lieber nicht packen. Ich weiß überhaupt nicht, ob der überhaupt so richtig... sag's mal, servertauglich ist, oder? Dedi servertauglich. Also bei uns auf dem Vorstellungsserver hat's geklappt. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es dann mit deutlich mehr Leuten dann ist. Naja, er soll ja sehr performance-lastig sein. Sagt der Modder selber. Na, da muss extrem, extrem performance-lastig sein. Da bin ich natürlich... Ich meine, obwohl ich sagen muss, hier jetzt zum Beispiel, guck mal, ich hoste selber, ne, was ja schon mal ziemlich zieht. Ich streame, ich nehme es auf und habe trotzdem den Mod laufen und es läuft sehr, sehr butterweich. Ja. Also... Hab keine FPS-Einbrüche, gar nichts. Ja. Also hat's auf dem Server irgendwas mit den Leuten zu tun. Also entweder zu viele Leute oder es hat irgendwas mit dem Server zu tun oder. Ja, mit dem Server haben wir ziemlich viele Probleme. Naja, und das kann's nicht sein, weil wir bezahlen den Scheiß. Ja. Und das werden sie jetzt an nächster Zeit mal spüren, weil das geht so nicht. Ey, die Seemaschine ist der Hammer. Ich glaube, ich nehme nur noch die Seemaschine. Die ist ja geil. Das wäre auch was für die Frau Kohl hier. Diese, oder für überhaupt die Jacqueline Elf. Mhm. Hast du meinen Stream an? Nee, ne? Nee. Weil die Seemaschine, die ist, die ziehst du nicht hinterher. Trotzdem eine schöne Breite eigentlich. Und ist an der 3-Punkt-Aufhängung. Und du fährst volle Lotte, ne? Also du fährst hier mit 20 km/h vor euch hier. Aber volle Banane vor euch hier. Geil. Basti, was machst du gerade Schönes? Mähen. Immer noch, oder was? Ja. Wir brauchen mal ein kleines bisschen Gras noch bei den Schafen dann drinnen. Vielleicht mal so einen halben Ladewagen oder so. Bestimmt. Was? Was ist? Bloß mal, ich bin gerade kurz wieder. Das machst du schon die ganze Woche. Gestern ging es mal kurz. Kriegt ihr Glasfaserausbau manchmal? Bei uns in der Stadt ist zurzeit Glasfaserausbau. Siehste, dann haben wir doch schon das Problem. Wahrscheinlich stimmt es. Dass wenn die Glasfaserausbau machen, dass es da Probleme gibt. Weil bei uns soll es auch irgendwie losgehen. Hier ist auch bei Vodafone, oder? Nö. Telekom. Ja, wir sind nämlich bei Vodafone. Ja, war ich im Büro lange Zeit. War gar nicht schlecht. Auf jeden Fall, der Kundensupport bei Vodafone hat mittlerweile Angst, wenn ich anrufe. Denkst du? Letztes Mal beim Zocken war das Internet weg.
Naja. Es hat der wo vom Support nicht so schön gefunden. Ja. Weil die Beleidigungen bis in zur 12. Generation hintergangen sind. Aber die im Support können doch auch nichts dafür. Ah, da kann ich dich mal richtig auslassen. Aber bei uns im Arbeitssupport, die haben mittlerweile Angst, dass ich anrufe. Mhm. Kann man vorstellen. Naja, wenn mal wieder das Internet am Tablet nicht geht. Weil die wieder was umgestellt haben. Ja, kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ah, zum Glück bin ich jetzt fertig mit dem Main. Ich liebe diese Seemaschine, also das muss ich jetzt mal sagen, wie es ist. Jetzt die Capture, welche Seemaschine ich im 25 EP ziemlich oft fahren werde. Ja, mal gucken. Wenn wir jetzt sehr große Felder haben, dann ist die zu klein. Weißt du? Ja, wir haben ja noch nicht mal die Map, also... Ja, von daher. Das Einzige, was wir schon haben für die Map, sind ein paar Gebäude. Ja. Da wo bei einem fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Ja. Bei einem fehlen noch ein paar große Sachen. Also sehr große Sachen. Ein Objekt habe ich, das schaut aktuell aus wie Kont und Nick Volt. Das Einzige, was die Seemaschine nicht kann, also was nicht gut ist an der Seemaschine, die kann halt nicht gleich mit düngen. Ne? Die kann halt wirklich rein nur sehen. Ja. Das ist halt schade. Aber gut, wäre jetzt für mich nicht das Kriterium zu sagen, ich kaufe sie nicht. Mich jetzt nicht stören. Na gut, unsere hat auch keine Düngefunktion, ja, jetzt in Neighbors. Na, meine schon. Na, bei uns hat die Einzelkorn eine Düngefunktion. Ja. Ja, aber bei uns habe ich auch das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass sie direkt Saat hat. Ja. Ja, das macht meine aber auch. Und dass wir in der PS-Klasse von uns in Traktoren bleiben. Zu der Zeit, wo wir sie gekauft haben, haben wir nämlich noch nicht die Leistungsstarken gehabt. Ja. Aber jetzt könnten wir auch mal wieder besser aufwischen. Wenn es sich eigentlich überhaupt noch lohnt. Glaube nicht. 7 Wochen ungefähr noch. Echt? Ich muss ja da mal was zukommen lassen, siehst du? Jetzt haben wir die Woche noch. Ab nächste Woche haben wir ja schon Oktober. Ja. Jetzt haben wir nächste Woche noch und dann übernächste Woche haben wir schon Oktober. Und dann, ja genau. Also wir haben jetzt noch einmal Neighbors im September und dann haben wir schon Oktober. Ja. Dann können wir 4-mal im Oktober machen. Und einmal im November. Und dann kommt auch schon was. Also mit heute, ne? Waren es dann. Krass, ne, eigentlich. Ja. So. Irgendwie sieht das auch geil aus, finde ich. Mit dem Rohr dann hier hinter und so. Das hat schon was. Mir fetzt die Seemaschine.
Wer hat da ein Kalk-Big-Bag hinstellt? Ich? Ja. Steht's nicht mehr dort, oder was? Doch, es steht noch da. Ich hab's noch rechtzeitig gesehen. Und mein Glück hat, dass es gerade in dem Moment nicht geleckt hat. Es leckt wohl bei dir? Es hat mal wegen dem Internet. Achso. So, meine Lieben, aber wir haben es geschafft. Das Feld ist soweit fertig. Wir müssen noch im Endeffekt walzen. Ich mach mal ganz schnell den Arbeitsplan aktuell. So, warte mal. Und dann sind wir im Endeffekt auch schon durch mit der ganzen Chose hier. So, Sorghum, Hirse, Kalken haben wir erledigt, Mulchen haben wir erledigt, Pflügen haben wir erledigt, Walzen ist noch notwendig. Gedüngt ist es, glaube ich, soweit. Müssen wir da nochmal gucken. Striegeln ist notwendig. Spritzen nicht nur mit den Steine. Haben wir erledigt. So, gut. Perfekto, meine Lieben. Lasst gerne das Däumchen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und, dauert nicht mal lange, der LS25. Ja, da hast du recht, Guru. Und, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne das Däumchen da, wie gesagt. Oder auch sehr gerne ein Abo. Bis dahin, macht's mal gut. Wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.